Name ist Grabosch. Werner Grabosch. Ich bin 64 Jahre alt, Witwer und stolzer Opa meiner kleinen Mathilde, die gerade ihre Mutter verloren hat. Und das ist Thaddäus, Papa. Mathildes angeblicher Vater. Wie war das denn einmal in Polen? Opa sagt, die Polen klauen. So habe ich das nicht gesagt. Nach reiflicher Prüfung sind die polnischen Kollegen und ich der Meinung, dass Mathilda bei ihrem Vater am besten aufgehoben ist. Das darf doch nicht wahr sein. Ihr wollt meine Mathilde diesem Typen geben? Was ist das für letzte Wort? Noch nicht gesprochen. Damit Herr Blaschinkowski das Sorgerecht wieder verliert, muss es eindeutige Beweise für eine Gefährdung des Kindes geben. Beweise? Papa, guck mal, wer da ist. Ja, ich dachte, ich besuche euch mal über Ostern. War gar nicht so einfach zu finden. Hab überall nach einem Palast gesucht. Ich mach ein paar Bilder. Der vermeintliche Vater meiner Enkelin hat alles erstunken und erlogen. Hier, da haben sie das Kind gegen seinen Willen getauft. Da. Gratuliere, Pano. Oh. Wer sind Sie? Bin der Opa von Mathilde. Erbarmen, die Invasion der Deutschen geht weiter. Wie bitte? Du darfst niemals eine Handtasche auf den Boden stellen, sonst läuft das Geld weg. Katholisch reicht nicht. Was? Auch noch abergläubisch. Liebe schwarze Madonna, bitte lass Mama in den Himmel kommen und ich auf mich runterschauen. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass es den Himmel nicht gibt? Es gibt den Himmel doch, auch den Osterhasen. La, la. Sie können auch beten zweimal Paternoster, drei Ave Maria. Wie hoch war das Busgeld? 100 Euro. Polnische Ostern, demnächst im Kino.